Der ÖAMTC ist generell beim Thema Reise ein guter Ansprechpartner, weil wir den Kunden von vorne bis hinten begleiten. Der Kreuzfahrtenmarkt boomt seit einigen Jahren. Im vergangenen Jahr haben insgesamt 22 Millionen Urlauber weltweit eine Kreuzfahrt unternommen. Aus Österreich über 130.000 Personen. Wir liefern die Reiseberatung vor der Reise und das Reiseinfoset oder den Routenplaner oder die Reisecheckliste. Zum Beispiel muss man die Einreisebestimmungen der verschiedenen Länder beachten, was man in welchen Ländern für Personaldokumente benötigt, allgemeine Dinge wie Geld und Zahlungsmittel, zusätzliche Kosten an Bord, sogenannte Nebenkosten, zum Beispiel in Form von Trinkgeldern oder Landausflügen oder Getränke. Die Checkliste zum Thema Kreuzfahrten findet man bei uns auf der Website www.ömtc.at im Reiseportal. Wenn man eben diese Checkliste von vorne bis hinten abgehakt hat, dann ist man perfekt vorbereitet. Ich denke, ÖAMTC Reisebüro ist ein hervorragender Partner, wenn es um die Auswahl des richtigen Schiffes geht. Durch die steigende Vielfalt an Angeboten auf Schiffen, von dem Partyschiff bis hin zum kleinen Expeditionskreuzfahrtschiff, ist die Beratung und die richtige Auswahl des Produktes entscheidend für den Erfolg der Ferien, des Erfolg des Urlaubes. ÖAMTC Reisen hat 19 Filialen, wo wir stark auf Beratungskompetenz setzen. Und der neue News-Channel auf den Internetseiten des ÖAMTC bietet den Kunden und Mitgliedern einen guten Überblick über Neuigkeiten aus der Welt der Kreuzfahrt. Plus mit der Sicherheit des Clubs auch sogar online buchen. Ich bin für die touristische Interessenvertretung zuständig. Während der Reise sind wir für unsere Mitglieder rund um die Uhr erreichbar, auch aus dem Ausland. Und nach der Reise, wenn das Mitglied draufkommt, es hat etwas nicht funktioniert, die Leistung war nicht so wie versprochen, dann helfen wir unseren Mitgliedern zu ihrem Recht. Wenn zum Beispiel das Flugzeug Verspätung hat und dann das Schiff nicht erreicht wird, typischerweise verschwinden auch Gepäckstücke. Teilweise können einfach Häfen nicht angefahren werden und der Reiseverlauf ist nicht so, wie man sich's vorstellt. Es ist gut, ein Sicherheitsnetz zu haben und dieses Sicherheitsnetz bietet der ÖAMTC auch mit seinen Juristen, wo wir im Nachhinein, aber auch vor Ort sehr gut helfen können. Die Bandbreite ist einfach so groß, dass Kreuzfahrten für jedermann eine tolle Urlaubsform sein kann. Also wer einmal eine Kreuzfahrt gemacht hat, der wird wahrscheinlich immer wieder eine machen.